Sprengstoff, Drohnen, Panzerglas. Wer Kriege führt, der muss gut gerüstet sein. Die USA, die stecken deshalb viel Geld in die Forschung. Und dieses Geld, das geht nicht nur an amerikanische Wissenschaftler, sondern auch an Forschungseinrichtungen in Deutschland. Das haben Recherchen vom NDR und der Süddeutschen Zeitung gezeigt. Besonders pikant an der Sache ist, auch die Bremer Uni, die gerade ja erst ihre Zivilklausel verschärft hat und sich damit selbst verpflichtet, nicht für den Krieg zu forschen, hat in der Vergangenheit direkt für das amerikanische Verteidigungsministerium gearbeitet. Rainer Kaas und Holger Baas. John Philip Borrow leitet im Institut für Umweltphysik die Abteilung Physik und Chemie der Atmosphäre. Für zwei Projekte hat er Fördergelder vom Pentagon erhalten. Das Modell vom Satelliten Envisat im Flur des Instituts erinnert daran. 10 Jahre lang haben zwei Doktoranden mit Hilfe von Envisat geforscht, was passiert, wenn Meteoritenstaub in die Erdatmosphäre dringt. Dafür bekam sein Institut insgesamt $250.000 vom Verteidigungsministerium der USA. Well, this Geld kommt von the Europäische Bureau für Aerospace, was in jedem Fall von Department of Defense in Amerika unterstützt ist. Aber deren Ziel sind auch Grundlagenforschung in Europa. Und die machen das seit 1952. Mit einem eigenen Messsystem an Bord von Envisat ging es für die Bremer Wissenschaftler ums Klima. Für sie also eine rein zivile Grundlagenforschung. Ich kenne keine militärische Anwendung von solchen Informationen. Rüstung. Ich glaube, die Militär sind auch Menschen. Die interessieren sich auch für die Grundlagenprozesse, die in der Atmosphäre stattfinden. Auch das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven bekommt Geld für Forschung aus Amerika, ebenfalls aus dem Verteidigungsministerium. Olaf Böbel hat etwa 750.000 Euro für 3 Jahre bekommen. Dafür entwickeln er und seine Wissenschaftler die Software für eine Infrarotkamera. Die soll Wale früh aufspüren, etwa wenn Fregatten im Übungseinsatz sind und U-Boote orten. So kann das Militär rechtzeitig ausweichen. Für das Militär ist das deshalb von Interesse, weil sie durch Walstrandungen, die im Zusammenhang mit Manövern entstanden sind, unter den Zugzwang oder unter den Druck gekommen sind, ihre Manöver derart zu gestalten, dass Wale nicht weiter gefährdet werden. Meine Moral basiert darauf, kann meine Forschung dazu dienen, Menschen zu töten. Und da kann ich klar sagen, das, was wir als Ergebnis haben werden, kann nicht dazu genutzt werden. Das AWI scheut also in Einzelfällen eine Kooperation nicht. Nur gibt es im Gegensatz zur Universität keine Zivilklausel, die Forschung für das Militär eigentlich ausschließen soll. Sie wurde vor einem Jahr noch schärfer formuliert. Seitdem wird noch akribischer kontrolliert, ob Forschungen gegen die Klausel verstoßen. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, was da rausgekommen wäre aus dem Prüfprozess. Aber da diese Projekte eben davor waren, haben sie diesen Prüfprozess nicht durchlaufen. Ich kann nur annehmen, dass auf jeden Fall allein der Drittmittelgeber zu Nachfragen geführt hätte und auch zu einem Nachdenken geführt hätte. Die Klausel beschäftigt sich mit Rüstungsforschung. Und wie ich schon vorher erklärt habe, machen wir ja hier Grundlageforschung. Ist es nicht in irgendwie Widerspruch, meiner Meinung nach, mit unserer Zivilklausel? Das seine Meinung, wobei nicht auszuschließen ist, dass die hier erzielten Daten irgendwann dann doch auch militärisch genutzt werden könnten. Das ist schon eine große Überraschung, dass das Pentagon da so direkt involviert ist. Marvin Pollock vom Allgemeinen Studierendenausschuss ASTA der Bremer Uni ist bei mir. Wie war denn bei Ihnen heute die Reaktion? Waren Sie überrascht davon? Naja, es ist halt nicht das erste Mal, dass sowas aufgeflogen ist, aber wir sind natürlich trotzdem wieder erneut schockiert darüber. Es ist halt einfach ein grundsätzlicher Bruch der Zivilklausel. Wir wollen keine Militärforschung an der Universität. Aber wir haben ja gerade gehört, das sind Sachen, die schon lange erforscht werden, Grundlagenforschung, die schon lange betrieben wurde, die noch nie für den Krieg genutzt wurde. Beruhigt Sie das nicht? Das ist mal eine gern genommene Ausrede, das ist das Problem. Also man kann fast alles sich schönreden mit Grundlagenforschung, muss nur gucken, wer ist der Auftraggeber und was sind die Dual-Use-Effekte. Also das heißt, wie kann man es noch anders einsetzen? Immer noch irgendwie militärische Einsatzgebiete, wo man das noch zweckentfremden könnte. Aber das haben wir doch heutzutage eigentlich bei jeder Kleinigkeit. Man forscht für den technischen Fortschritt, aber alles kann am Ende doch irgendwie im Krieg verwendet werden. Wie wollen Sie sicherstellen, dass das eben nicht passiert? 100% sicherstellen kann man das nie, aber man kann halt zumindest nachvollziehbar machen, woher kommt das Geld, wer ist der Auftraggeber. Wenn da jetzt wirklich das Department of Defense dahinter steht, dann bin ich ziemlich sicher, dass die Agenda eine andere ist als das eigentliche offizielle Forschungsziel. Da hängt dann ja noch mehr Interesse dahinter.
Wie läuft denn das ab an der Uni? Haben Sie als Aster da Einblick, wer da alles Anträge stellt und sagt, hier Uni, forschen Sie bitte mal für uns? Also in der Theorie könnten wir uns da Einblick verschaffen. Es ist nur unglaublich schwer nachzuvollziehen. Es wird sich sehr stark gesträubt, solche Sachen rauszurücken. Und es ist unglaublich intransparent nachzuvollziehen. Glauben Sie, dass sich das da verändert auch? Also da liegt eine Liste von Leuten. Wird sich das verändern in der Zukunft? Ich denke, solange das Ganze nur eine reine Selbstverpflichtung der Universität bleibt, nicht wirklich. Weil momentan haben wir die Situation, wir verpflichten uns selber als Uni, nicht militärisch zu forschen. Mhm. Aber wenn es passiert, können wir nicht viel anderes machen, als zu sagen, wir finden das nicht gut. Was wir wollen, ist halt einfach, dass das Ganze ins Bremer Hochschulgesetz aufgenommen wird. Dass wir eine gesetzliche Grundlage einfach haben für diese ganze Sache. Und dann im Grunde aber auch die Freiheit der Forschung einschränken? Das ist ja genau das Gegenargument, was dann immer kommt. Das ist ja die Gefahr, ne? Ja, ich denke, um wirklich eine freie Forschung zu haben, müsste man halt die Universität vernünftig ausfinanzieren. Das ist halt nicht nur bei so Sachen wie den Stellenkürzungen wichtig, sondern halt auch bei der Zivilklausel. Sehen Sie denn eine konkrete Gefahr, wer da noch irgendwie militärische Interessen haben könnte, die an der Uni erforscht werden sollen? Oh, ich glaube, da versuchen einige Zweige immer wieder mal Anfragen zu stellen. Und so ein Beispiel? Nicht konkret da, nein. Aber die Gefahr ist da. Also Sie sehen natürlich, da schon Potenzial, natürlich, dass da wirklich auch gerade in Bremen ein Interesse daran ist, dass geforscht wird. Gerade in Bremen natürlich. Wir haben da irgendwie Geschichten wie Airbus und die Tochterfirmen, die jetzt gerade wieder sich zurück zusammen verschmelzen. Und da wird die Debatte nochmal ganz interessant, weil da fließen unglaublich viele Drittmittel, die wir eigentlich dringend brauchen. Da fehlen Gelder und wenn das wegbricht, haben wir ein großes Problem. Und da muss sich halt noch einiges ändern. Es bleibt ein spannendes Thema. Marvin Pollock vom AStA, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Gerne.